Ja, herzlich willkommen. Heute ist alles anders und eigentlich doch vieles gleich. Ja. Aber ich fange gleich mal an mit der Baustelle, die wir heute haben. Wir haben die Baustelle, dass wir nicht alles digitalisieren können, was wir digitalisieren. Ach, vielleicht wollen wir das auch gar nicht digitalisieren, ne? Auf jeden Fall hat unser lieber Kollege, der hier heute auf dem Bildschirm zu sehen ist, in der Mitte, Herr Professor Wisotzki, sich entschlossen, einen Prozess in nicht digitaler Art und Weise auszuführen, und das ist die Familiengestaltung. Und als Sicherheits-Backup-Update musst du in der Nähe deiner Frau bleiben, richtig? Ganz genau. Genau. Und deswegen haben wir dich heute nicht hier, haben dich heute Morgen spontan, weil es ist ja auch schwer planbar, durch einen sehr erfahrenen, zumindest was diese Offline-Geschichte angeht, Menschen ersetzt. Ich meine, Matthias ist ja in allen Sachen, der will ja dranbleiben. Und in diesem Fall müssen wir wirklich sagen, du hängst ein bisschen hinterher, ne? Gabriel hat schon drei Kinder, ich habe schon drei Kinder, ne? Und das konnte er nicht auf sich sitzen lassen, ne? Und man kann das ja nicht so schnell umändern, aber er arbeitet dran. Ne? Vielleicht holst du heute auf, ne? Dann müssen wir mal gucken. Also ich habe dann auch kein Bedürfnis mehr, noch weiter wegzuziehen. Also ich bleibe da auf dem Stand. Ich weiß nicht, Gabriel, wie ist bei Ich dir? bin auch satt. Drei Mädchen hast du ja, ne? Ja, und zwei Schildkröten, auch das könnten Mädchen sein, wir wissen es noch nicht. Ja, okay. Ne. Okay, wir kommen aber zum eigentlichen Thema. Smarte Küstenregion, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Schön, dass Sie zuschauen. Wir haben trotzdem Matthias quasi aus dem Kreißsaal sendet, einen theoretischen Input zum Thema Smart People heute. Sehr, sehr spannendes Feld. Matthias, die ersten paar Minuten gehören traditionellerweise, es sei denn, deine Frau reißt sich raus aus dem Bild, dir. Und ich freue mich darauf, wenn du ein bisschen was zum Thema Smart People erzählst, sodass wir ein gemeinsames Fundament haben für die Ja, Stunde. hervorragend. Genau. Ja, super. Ja, dann auch von mir nochmal liebe Grüße an alle Zuschauer. Und auch klasse, dass das jetzt auch so durchgeführt werden kann. Vielleicht nochmal vorab. Letztendlich unsere Initiative Smarte Küstenregion. Es geht erstmal darum, in unseren Veranstaltungen über die unterschiedlichen Themen zu informieren und dafür eine Sensibilität zu schaffen. Ich glaube, das ist uns in den letzten Wochen und Monaten gelungen. Wir hören natürlich Zuspruch, wir hören auch Kritik, aber letztendlich die Sache an sich erreicht genau das, was wir erreichen wollten, und zwar Diskussionen auf dieser Ebene. Also von der Warte her auch heute zum Thema Smart People. Es ist ein ganz, ganz grober Überblick, um überhaupt mal zu verstehen, was soll dieses Handlungsfeld im Kontext einer smarten Stadt, einer smarten Küstenregion. Reden wir von der digitalen, also in der digitalen Transformation gilt grundsätzlich immer der Leitgedanke Digital Transformation follows Human Transformation. Das heißt also im Kontext auf unsere smarte Küstenregion übertragen, würde das heißen, wollen wir eine smarte Küstenregion schaffen, dann brauchen wir auch smarte Küstenbewohner. Das klingt jetzt erstmal etwas eigenartig. Darum mal ein paar Worte dazu, was sich hinter diesem Ansatz, hinter diesem Handlungsfeld verbirgt. Diese Dimension aus diesem Smart City Wheel zielt eigentlich darauf ab, soziale und das menschliche Potenzial innerhalb einer Region, innerhalb einer Stadt in Bezug auf das Qualifikationsniveau, die Kreativität, die Teilnahme am öffentlichen Leben irgendwie zu erhöhen. Und das mit Hilfe von Technologien. Auch die Affinität zum lebenslangen Lernen und auch die Offenheit für neue Technologien gehören zu diesem Handlungsfeld, zu den Zielstellungen dazu. Wenn man das so hört, dann sehen wir, dass vieles natürlich auch mit den digitalen Kompetenzen der Menschen zu tun hat, die in einer Stadt oder in einer Region leben. Das heißt also, denn diese digitalen Kompetenzen sind irgendwie auch die Grundlage für die Akzeptanz neuer Technologien und natürlich auch für deren Einsatz. Und nur dann, wenn wir es schaffen, diese Akzeptanz zu bewerkstelligen, dann helfen uns auch Technologien in einem digitalen Umfeld, Wirtschaft, Umwelt zu gestalten. Also das ist so ein bisschen dieser Schwenk über die digitalen Kompetenzen. Und ich glaube, wenn wir in unser Umfeld aktueller Bestrebungen von den Smart City-Projekten, die wir in Mecklenburg-Vorpommern haben, schauen, dann sehen wir schon, dass die Menschen schon wesentlich stärker in diese Vorhaben eingebunden werden. Aber es ganz konkret immer wieder an den Reifegrad und an den Kompetenzen an den jeweiligen Orten, dass das sehr, sehr stark davon abhängt. Und dazu mal einfach mal zwei, drei Beispiele. Jede Problemlösung beginnt mit einer Bedarfserfassung.
Das ist in Softwareprojekten so, das ist in Digitalisierungsprojekten so und in vielen anderen Bereichen auch. Und diese Bedarfserfassung ist wiederum die Grundlage für die Veränderungsprozesse, die darauf aufbauen, sei es in der Stadt oder in der Region. Allein bei der Bedarfserfassung sind die gewählten Mittel absolut entscheidend, gerade wenn es um digitale Themen geht. Je nach Reifegrad der Umgebung muss entschieden werden, welche Technik wir einsetzen, um einen möglichst hohen Erkenntnisgewinn zu haben. Was können wir denn mit Hilfe von Technologien in einer Stadt oder in einer Region lösen? Beispiel, also ein niedriger Reifegrad, also wir haben noch keine Digitalisierungsprojekte in einer Stadt oder in einer Region gemacht. Dort sollte so eine Bedarfserfassung über einen intensiveren, analogen, persönlichen, qualitativen Austausch erfolgen. Habe ich eine Region, die schon Erfahrungen hat mit Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, dann muss ich mit den Menschen, kann ich mit den Menschen ruhig über eine quantitative digitale Erfassung sprechen. Gerade zur digitalen Erfassung von Meinungen etc. haben wir ja heute auch nochmal einen Beitrag in der Agenda. Unabhängig davon, das sind ja nur Beispiele, beide genannten Vorgehensweisen können in ihrem Kern wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse liefern wie eine versierte Expertengruppe auch. Also was sind tolle Digitalisierungsprojekte für meine Stadt oder meine Region? Allerdings gibt es einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied. Jetzt komme ich mache ich die Brücke auch wieder zu Smart People. Wenn wir es schaffen, die Bürgerinnen und Bürger in technologiebezogene Veränderungen in ihrer Umgebung mit einzubeziehen, führt das natürlich zu einer ganz anderen Art von Akzeptanz. Das heißt auch die Wortwahl, wie ich Digitalisierungsprojekte promote nachher in einer Umgebung, in einer Stadt, ist natürlich viel, viel näher an denen, die auch die Probleme im Vorfeld formuliert haben. Und das wirkt sich wiederum auf die Nutzung aus. Heißt also, die Einbindung von Menschen in digital bezogene Veränderungsprozesse einer Stadt, einer Region ist eine ganz, ganz wichtige. Und damit steigert sich auch der Reifegrad der entsprechenden Beteiligten. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Schaffe ich es also, die Menschen digital partizipieren zu lassen? Das heißt also, diese Konzepte wollen die Teilhabe in der Gesellschaft über den Zugang bestimmter Technologien zu bestimmten Themen verbessern. Wenn ich das schaffe, kann ich zum einen Anonymität entgegenwirken. Gerade im städtischen Raum ist das ein größeres Problem. Und ich kann Betroffene zu den Beteiligten machen. Und dieses Konzept dieser digitalen Partizipation gilt sowohl für das private als auch für das berufliche Umfeld. Wir hören ja heute nochmal einen Beitrag dazu, wie man gerade partizipativ und das Zusammenwirken in Unternehmen verbessern kann durch Kommunikation, aber dazu vielleicht nochmal zwei, drei Rahmenbedingungen. Wir haben in den vergangenen Monaten durch die zunehmenden Veränderungen, denen wir unterlegen waren, natürlich auch unser Arbeitsleben ganz anders gestaltet. Ein gutes Beispiel bin ich heute, bin digital zugeschaltet. Schauen wir uns das in anderen Unternehmen an, arbeiten immer weniger Menschen an ihrem alten Arbeitsplatz. Immer mehr Großraumbüros stehen leer, immer mehr Arbeitgeber müssen sich neue Konzepte für ihre Büros überlegen, gegebenenfalls sogar neue Verwendungsmöglichkeiten, weil diese smarten People, viele von ihnen gegebenenfalls gar nicht mehr zurückkommen werden. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Arbeitgeber, aber natürlich auch auf die Unternehmenskultur. Ne? Wir arbeiten zunehmend in virtuellen Teams. Das hat einen Einfluss auf das Zusammenfügen von diesen Menschen, auf das Zusammenarbeiten dieser Menschen. Und eine Unternehmenskultur passt sich nicht unbedingt so schnell an, wie wir Microsoft Teams oder Zoom oder irgendwas in eine Nutzung bekommen. Also auch hier müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir es, die Leute ein bisschen oder die Leute werden smarter, aber das hat auch Auswirkungen auf ihr Arbeitsumfeld und auf Kultur. Ich hatte vorhin eingangs gesagt, wir reden ja nicht nur über Partizipation, es geht auch darum, dass wir offener werden für Neues. Und auch hier zeigen vor dem Hintergrund der Pandemie, ich hatte, glaube ich, am 13.03. mal einen Beitrag zugeschrieben, wie wir uns aufgrund der Pandemie innerhalb weniger Wochen verändert haben. Und das habe ich jetzt mal mir angeschaut. Und es ist einfach so, dass wenn wir uns auf neue Situationen einstellen wollen, und das auch wieder vor dem Hintergrund der Smart People, kommt es häufig dazu, dass aus Innovationssicht Gewohnheiten zu den größten Blockaden für die Weiterentwicklung eines Systems gehören. Egal, ob das ein Individuum ist, also ich als Mensch, die Organisation oder die Gesellschaft. Mit diesen Gewohnheiten verhält es sich so, dass wir nur durch sehr, sehr starke mentale Anstrengungen
Oder halt durch starke gesellschaftliche Umbrüche, dass wir diese Gewohnheiten aufgebrochen bekommen. Ne, diese Aussagen, das haben wir noch nie so gemacht. Warum brauchen wir jetzt diesen neuen digitalen Service? Brauchen wir nicht? Lass uns das mal alles so lassen wie bisher. Das sind so typische Gewohnheiten und das sind die Killer einer jeden Innovation. So einen Umbruch haben wir jetzt durch die Pandemie erfahren. Ich glaube, es ist offensichtlich, ne? Jetzt dieses Zuschalten, die ganzen Konferenztools, die wir im Arbeitsumfeld einsetzen. Aber auch in der Pandemiebekämpfung gehe ich gleich nochmal ganz kurz darauf ein, was wir durch Einschränkungen, durch Testen, Nachverfolgen, Impfen, auch hier sind wir smarter geworden. Wir fangen zunehmend an, entsprechende Technologien einzusetzen, um unseren Alltag unter den gegebenen Umständen zumindest ansatzweise zu verbessern. Ich beeile mich natürlich, Martin. Ich bin auch gleich so weit. Ich kriege nämlich keine Karten mehr hochgezeigt. Nein, ich bin auch gleich so weit. Mal kurz auf die Einschränkungen. Wenn wir zurückschauen auf den Beginn der Pandemie, dann hatten diese Einschränkungen natürlich ganz, ganz schnell einen Einfluss auf den digitalen Reifegrad unseres Bildungssystems. Innerhalb weniger Wochen haben wir probiert, virtuelle Klassenzimmer aufzubauen, neue Kollaborationstechniken für Seminare und Vorlesungen an den Hochschulen zu etablieren. Digitale Vorlesungen wurden erarbeitet und, und. Dazu haben wir ja nachher auch noch einen Gast, der mit Sicherheit etwas dazu erzählen kann, wie sich das entwickelt hat. Durch die hohe Geschwindigkeit sind natürlich nicht alle Entwicklungen fehlerfrei. Natürlich nicht. Und wir müssen da auch noch viele, viele Anpassungen durchlaufen. Und das ist in Bezug auf einen Technologielebenszyklus auch ganz normal. Aber die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen als Smart People, wären wir heute genauso weit, was das angeht, auch ohne die Pandemie? Ich vermute nein. Und auch wenn nicht alle Ergebnisse hervorragend sind, was wie gesagt ganz normal ist. Aber das Tolle ist, wir haben auf einmal angefangen zu diskutieren. Und zwar reden wir jetzt nicht mehr darüber, wie viele iPads wir vor einer Schule ablegen müssen und sagen, damit ist das Thema erledigt, wenn der Breitbandanschluss gewährleistet ist. Nein, diese Diskussion haben wir zum Glück endlich hinter uns gelassen, sondern wir fangen an zu diskutieren, wie schaffen wir es, entsprechend in einer Schule digitale Kompetenzen für die Smart People von morgen aufzubauen. Und das können die Lehrer nicht leisten, sondern gegebenenfalls brauchen wir dort zwei agile IT-Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als IT-Support in eine Schule mitzuvermitteln oder ähnliches. Also diese Diskussion hätten wir vorher nicht gehabt. Das ist auf jeden Fall auch einer der richtigen Wege, sich gegebenenfalls auch dort zu öffnen und anders zu denken. Ein anderes Beispiel auch noch, unsere Luca-App. Wenn wir uns in diesem Zusammenhang mal auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion auch ein ganz normaler Lebenszyklus. Sie kam zu einem Zeitpunkt, also vor einem Jahr, als die Pandemie begonnen hat. Stellt euch mal vor, wir hätten dort so eine App einführen müssen oder wollen. Das wäre nicht möglich gewesen. Das wäre tot diskutiert. Jetzt ist es so gewesen, als sie eingeführt wurde, dass der Bedarf, sich wieder freier bewegen zu können und die hohe Geschwindigkeit, die man auch erreichen wollte, dass die Menschen sich wieder bewegen können, hat sofort auf eine Akzeptanz in der Gesellschaft gestoßen. Auch das zeigt, dass wir bestimmten Themen wesentlich aufgeschlossener nun auf einmal gegenüberstehen, weil der Bedarf ein anderer ist und die Reife der Gesellschaft auch. Mit zunehmender Nutzung der App ist natürlich auch wieder etwas eingetreten. Während der Nutzung wurden die Benutzer natürlich auch in dem Sinne vertrauter mit diesem neuen Service und haben natürlich angefangen, damit zu spielen. Es wurden die unterschiedlichsten Dinge gefunden, die noch nicht so in Ordnung waren, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, jetzt in Bezug auch auf die Luca-Technologie. Aber das ist auch ganz normal in so einem Technologielebenszyklus, wenn man diese hohe Geschwindigkeit fährt. Und es wird nachgebessert, mit Sicherheit. Und dann wird sich das Produkt hoffentlich am Markt weiter so etablieren und ausbreiten wie bisher. Letztendlich will ich nur sagen, dass gerade die Auseinandersetzung mit diesen Stärken und Schwächen unterschiedlicher Services auch ein Zeichen dafür ist, wie unsere Gesellschaft Technologien intensiver nutzt. Und das gehört in diesen Kontext, in dieses Handlungsfeld der Smart People als Grundlage für smarte Städte oder Regionen einfach mit dazu. Vielleicht zum Abschluss. Natürlich haben diese Kompetenzen, die wir ausbilden wollen und diese Smart People in so einem Handlungsfeld nachher mit sich bringen, natürlich direkten Einfluss auf den Gestaltungsrahmen einer digitalen Stadt. Das heißt also, je nachdem, wenn wir die Menschen halt einbeziehen, in was für Technologien sie investieren wollen, um bestimmte
Bedarfe innerhalb einer Stadt zu befriedigen, entsteht daraus ein digitales Ökosystem, eine Stadtplattform oder ähnliches kann daraus entstehen. Und deren Serviceportfolio, was dort abgebildet wird, ist wie so ein Fingerabdruck, der gerade zum Anfang ganz, ganz spezifisch für eine Stadt sein wird. Und damit will ich eigentlich nur sagen, dass gerade zu Beginn, wenn wir über smarte Städte oder smarte Regionen sprechen, dass gerade zu Beginn wahrscheinlich relativ viele unterschiedliche Zusammensetzungen für solche öffentlichen Services entstehen und dann im Verlaufe mit weiteren Reifegraden das wesentlich stärker standardisiert und damit auch die Kollaboration besser wird. Fakt ist, dass das Bindeglied zwischen all diesen unterschiedlichen Handlungsfeldern, über die wir bisher gesprochen haben, sei es People mit Economy, sei es People mit Government und, wird immer wieder eine Art von digitaler Architektur sein für eine Stadt, für eine Region. Und die müssen wir uns in Zukunft natürlich auch genau anschauen, damit wir all das, worüber wir heute gesprochen haben, auch in der Zukunft wesentlich schneller und wesentlich einfacher einbinden können. Also egal ob Bürger, Schulen, Unternehmen oder Verwaltung, wichtig ist, dass in so einer smarten Region diese Services abrufbar sind, aber dass auch Unternehmen auf so ein Serviceportfolio einzahlen können, ähnlich wie wir es in Estland oder anderen, ja, ich sag mal, größeren digitalen Kulturen kennen. Gut, das vielleicht mal kurz zur Einführung. Smart People, es geht wirklich darum, die Menschen sozial und auch mithilfe von digitalen Möglichkeiten einzubinden, um Kreativität zu steigern, um die Teilnahme am öffentlichen Leben zu verbessern, zu vereinfachen und auch solche Themen wie lebenslanges Lernen und Offenheit für neue Technologien, dass man das fördert. Das wäre schon. Eine Frage gleich direkt noch im Anschluss. Ich weiß, deine Zeit ist begrenzt. In einer Hand hast du schon die Tasche von deiner Frau, um sie gleich weiterzubringen. Aber wenn wir uns das Ganze anschauen, dann ist es ja natürlich so, dass wir in diesem Veränderungsprozess immer eine Normalverteilung haben. Ja, wir haben also immer Menschen, die kommen da super mit klar. Wir haben Menschen, die sind unentschieden, die werden das auch schaffen. Dann haben wir Menschen, die haben da mehr größere Baustellen. Ne? Im normalen Firmenalltag suche ich, wenn ich solche Hürden habe, mir Profis, Change Manager zum Beispiel, und bitte die meiner Belegschaft, meinen Mitarbeitern, meinem Team dabei zu helfen, diese Veränderungsprozesse zu durchlaufen. Gibt es dafür Ausbildungsplätze gerade jetzt schon? Ich meine, du bist ja Hochschulprofessor. Gibt es an unseren Hochschulen MV dafür, der Bedarf wird ja steigen. Wir werden ja mehr diese Prozesse haben, einen schnelleren Wandel haben. Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn ich sowas werden will, was würdest du vorschlagen, wo soll ich mich einschreiben? Oder welchen Ausbildungsberuf sollte ich anfangen? Ich will gar nicht so auf die Hochschulen gehen. Könntest du da jetzt schon konkret darauf hinweisen, oder sind wir da zu schnell für das, was wir auf dem Markt gerade produzieren? Gut, wenn wir das jetzt rein auf die Ausbildung projizieren wollen, natürlich kann man gerade mit technisch orientierten Ausbildungszweigen dort schon viel machen. Aber was ich schon gesagt habe, als erstes müssen wir bei den Menschen anfangen. Also wir müssen diese Offenheit generieren. Ich glaube, das ist generell auch für zukünftige Generationen ganz, ganz wichtig. Wir werden nachher Quantencomputing und Ähnliches haben. In 10, 15 Jahren wird kaum noch jemand programmieren. Das werden andere Dinge übernehmen. Worauf ich hinaus will, ist, um solche, vielleicht Punkt 1, wir werden in Wismar so einen Studiengang in der Digitalisierung Verwaltung als Master einführen und da arbeiten wir dran. Aber das ist nur ein Punkt von ganz, ganz vielen. Ich glaube, wir müssen innerhalb der Organisationen entsprechend auch Ressourcen und Plätze schaffen, die sich eigentlich noch wesentlich intensiver nur um dieses Thema kümmern. Also um dieses Thema Sensibilisierung und auch ja, Bedarfserfassung. Ich glaube, es läuft nur darüber. Also, dass ich die richtigen Bedarfe erfasse und dann in kleineren Projekten Erfolge vorweise, um gerade die kritisch dem gegenüberstehen, gegebenenfalls auch mit den Erfolgen zu überzeugen. Aber technische Ausbildungsberufe sind, glaube ich, erstmal grundsätzlich gut, aber meistens funktioniert es dann auch nur interdisziplinär. Also ich glaube, die Zusammenstellung der Teams wird nachher eine ganz, ganz spannende Komponente sein, die man dann je nach Anwendungsfall dann auch bestmöglich besetzen muss. Genau, ich glaube auch daran, dass wir, können wir gleich nochmal diskutieren, nachher später vielleicht hinten dran, dass wir, glaube ich, auch vieles für das Zwischenmenschliche brauchen. Ich glaube, wir brauchen auch viel, also das Technische ist das, ich glaube, es ist dieses Fundament, aber ich glaube, gerade ein Change Manager geht ja nicht rein und erklärt die Technik normalerweise im Unternehmen, sondern der erzählt ja vor allem eigentlich, welche Prozesse in mir als Mensch passieren und wie ich mich darauf vorstellen kann. Ich glaube, auch unsere digitalen Innovationen,
Wir können viel mehr technisch umsetzen, als wir, also ich glaube, sind da viel, viel besser aufgestellt als in dem, was du gerade beschrieben hast. Also ich glaube, müssen an der anderen Baustelle erstmal anfangen, um zu beschreiben, Mensch, was sind alles die Probleme? Und dann können wir gucken, wie wir das mit Technologie lösen. Aber wie du schon sagst, ich glaube, der Schritt davor ist eigentlich das Spannende. Okay, Matthias, erstmal vielen Dank. Ich glaube, wir sind im Thema drin. Wir haben ein bisschen überzogen, wie immer beim Einstieg, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben wieder ein paar Beiträge. Ich habe es noch nicht gar nicht an, ich habe dich noch nicht gar nicht vorgestellt. Aber ich habe heute noch einen Gast, also wir haben zwei Gäste heute noch neben Matthias auf jeden Fall, der eigentlich kein Gast ist. Und zwar ist es einmal Gabriel Rath. Ich weiß nicht, ob man ihn gerade sieht, aber der sitzt hier direkt schon neben mir. Er ist in Präsenz heute eingesprungen, frisch getestet, so wie alle hier, dass wir hier so trotzdem mit Corona-konformem Abstand sitzen dürfen. Gabriel, schön, dass du da bist. Da wird mir schon der zweite Gast eingeblendet. Jetzt ist Matthias weg, jetzt kann ich ihm keine Frage mehr stellen. Aber Christoph Könitz. Bin ich gerade richtig, ne? Christoph Könitz ist auch mit dabei. Genau, ich sage schon mal Hallo. Ich weiß nicht, ob man das schon hören kann. Hallo, ja, ich kann euch hören. Okay, genau. Wir fangen gleich nochmal ein Gespräch an. Wir kommen gleich nochmal ins Thema rein. Aber bevor wir das tun, haben wir zwei kleine Beiträge oder drei kleine Beiträge, die wir euch gerne zeigen würden. Und wie immer ist das so ein bisschen was aus der, ja, in Anführungsstrichen, realen Welt. Ein kleiner Beitrag, den wir gemacht haben, zum Themenüberflug und dann noch zwei kleine Videos, die so ein bisschen, ja, aus dem wahren Leben kommen. Und dann würde ich direkt anfangen mit dem ersten Video. Smart People kann losgehen. Im Rahmen der Digitalisierung reden Politiker, Stadtplanerinnen und Ingenieure, wie neue Technologien das Stadtleben prägen können. Inmitten der Begeisterung über intelligente Städte wird das wichtigste Element einer Stadt schnell vergessen: die Bewohnerin selbst. Stadttechnologien sollen das Leben der Bewohnerin verbessern, doch Technologien bringen wenig, wenn die Bevölkerung die Effizienzen und Chancen einfach nicht nutzen kann. Eine echte Verbesserung beginnt mit den Bewohnerinnen selbst, die eine intelligente Stadt generieren und durch Eigeninitiative das Stadtleben prägen. Um eine Smart City zu entwickeln, bedarf es Smart People. Smart People sind kreativ, flexibel und haben die Bereitschaft, lebenslang zu lernen. Hinzu kommt die Offenheit für Neues und die aktive demokratische Teilnahme am öffentlichen Leben sowie die Bereitschaft für ethische und soziale Vielfalt. Smart Cities haben zum Ziel, das Leben der Bewohnerinnen durch technische Innovation nachhaltiger und lebenswerter zu gestalten, während die Bewohnerinnen motiviert und gut vorbereitet die Stadt ihrerseits durch Eigeninitiativen prägen. Eine Smart City braucht also dich, mich und uns alle zusammen, um eine Stadt der Zukunft zu sein. Ja, das war unser erster kleiner Beitragsfilm. Wir haben ja schon eben, ich sag mal, einen größeren Intro gehabt von Matthias gerade ins Thema, da ist er wieder. Wir haben die letzten Tage das ausgespielt. Wir als digitale Innovationszentren haben auch, glaube ich, diesen Auftrag, genau das zu machen, was Matthias gerade beschrieben hat. Wir haben genau diesen Auftrag, Menschen zu zeigen, was geht, was gibt es. Und dann auch im Prinzip, ja, ich sag mal, die Türen zu öffnen, dass man vielleicht selber hindurchgeht und neue Sachen ausprobiert. Eine Tür, die hat Mandarin Medien aufgemacht und dazu haben wir auch ein kleines Video. Und einen kleinen Baustein, so Matthias hat das vorhin auch schon gesagt, es sind ganz, 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 ganz viele kleine Bausteine und einen kleinen Baustein habt ihr neu entwickelt und den würden wir uns auch gerne angucken. Insofern nächstes Video von Mandarin Medien. Wir wollen mit Ihnen über Revolution sprechen. Nein, nicht über so eine. Und auch nicht über so eine. Wir meinen die digitale Veränderung der Arbeitswelt. Dort ging es jahrzehntelang ziemlich ruhig zu. Ein Chef, viele dankbare Arbeitnehmer und kostenloser Filterkaffee für alle. Dazu noch die gelegentliche Weihnachtsfeier und fertig war die Unternehmenskultur. Aber irgendwann genügte das nicht mehr. Denn seit wir privat immer und überall mit der ganzen Welt vernetzt sind, wirkt der Büroalltag irgendwie ein wenig staubig. Und Unternehmenskultur ist auf einmal nicht mehr die Aufgabe des Kaffeevollautomaten. Was jetzt kommt, ist nichts für zarte Gemüter. Der Hauptgrund für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ist mangelnde interne Kommunikation. Da ist eine Revolution überfällig. Unser Beitrag dazu? Moin. Eine App, die alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens in einem internen sozialen Netzwerk verbindet. Power to the People. Moin bietet die perfekte Kombination aus Messenger und Intranet, ist ohne Vorkenntnisse nutzbar und für alle Plattformen geeignet. Wer hat behauptet, dass Revolution nicht auch bequem sein können?
Wenn es um die Sicherheit Ihrer Daten geht, sind wir allerdings konservativ. Natürlich richten wir uns nach der DSGVO, sind mehrfach zertifiziert und verschlüsseln Ihre Daten auf Servern in Deutschland. Noch ein Wort zum Service. Wir sind jederzeit da, um Moin optimal in Ihr Unternehmen zu integrieren. Wir begleiten die Einführung so intensiv und eng, wie Sie mögen. Mit Workshops, mit Redaktionsleistung und Tipps für den erfolgreichen Kulturwandel. Sprechen Sie mit uns. Schließlich ist es auch Ihre Revolution. Zum Schluss noch ein Tipp. Auf frischen Kaffee und die Weihnachtsfeier sollten Sie trotzdem nicht verzichten. Moin! Einfach, sicher, individuell. Ja, wir wollen mit. Fangen gleich von vorne an mit dem Video nochmal. Schön, das ist die Technik. Ja, kurzer Beitrag von euch. Du hast eben schon gesagt, ich habe es nicht ganz richtig gesagt, ihr seid nicht nur für Unternehmen da, sondern auch für. Vielleicht gibt es mal einen Überblick. Also, wo passt das alles rein? Also ja, vielleicht ein Satz zu dem, was wir da gemacht haben und vor allen Dingen auch, warum wir das machen. Ich glaube, das ist ja generell auch bei Digitalisierung ganz wichtig zu sprechen. Warum machen wir das und nicht nur über das Tool oder die Methode zu sprechen, sondern was haben wir eigentlich vorgehabt? Also Mandarin gibt es ja seit 18 Jahren oder etwas über 18 Jahren, ist also sozusagen volljährig geworden letztes Jahr, die Agentur. Ich selber bin auch erst seit Januar letzten Jahres dabei. Und man hat eigentlich in Veranstaltungen immer wieder die Mecklenburger Unternehmen, aber auch Vereine, Verbände gefragt, wo drückt der Schuh bei euch, was braucht ihr? Und da kam das Thema interne Kommunikation tatsächlich nochmal raus, weil gesagt wurde, naja, wir probieren schon Dinge aus mit WhatsApp, das ist dann datenschutztechnisch schwierig, wir sind noch ein bisschen mit Papierwirtschaft unterwegs oder auch mit Excel oder wir haben so nicht die Zeit, uns mit den großen Tools von Microsoft und Co. zu beschäftigen. Und deswegen haben wir dann die Moin-App entwickelt, als eine Möglichkeit, die Mitarbeiter zu verbinden, zu vernetzen, aber eben nicht nur wie herkömmliche Internetlösungen top-down von oben nach unten, sondern wir wollen wirklich erreichen, dass die Mitarbeiter sich austauschen, dass sie sich Feedback geben und dass kulturell auch was passiert. Und das ist eigentlich so unsere Mission und unser Antrieb. Wir wollen die Unternehmen erfolgreicher machen dadurch, dass die Mitarbeiter zufriedener sind, besser zusammenarbeiten. Und damit beschäftige ich mich schon sehr, sehr lange vorher, ja auch bei der Ostseesparkasse schon in dem Thema Kollaboration, Kommunikation, Digitalisierung. Und wir haben eben eine Moin-App geschaffen und ihr seht schon am Namen Moin, es ist sehr unverfänglich und ohne große Hürden. Und aber das heißt ja eigentlich nicht Moin, sondern es heißt ja ausgesprochen mobiles Internet steckt da auch noch drin, genau. Aber wir wollen einfach Vernetzung schaffen und das ist mir persönlich ganz wichtig, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Da haben wir auch eine große Vernetzung von Maschine, 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 Mensch, aber eben auch die Menschen dann wiederum zu vernetzen und darüber zu sprechen, was braucht ihr, Transparenz reinzubringen, Beteiligung, was der Kollege schon sagte, reinzubringen. Und das eben klein mit einem einfachen Werkzeug anzufassen und auszuprobieren. Und da sind wir jetzt seit November unterwegs mit. Wie sind so die ersten Learnings? Also funktioniert das? Seid ihr gewollt? Gibt es da Widerstände? Oder ist das so ein Produkt, was sich so rauszählt? Es ist wie mit allen neuen Themen. Sie sind natürlich erstmal erklärungsbedürftig. Wenn du einfach nur eine Webseite vorstellst, da hat jeder eine Vorstellung von. Jeder hatte schon mal irgendeine Webseite. Aber ein Social Intranet hatte man vielleicht selber noch nicht. Natürlich kennt man aus dem privaten Bereich ganz viel, aber das muss man kennenlernen. Und natürlich ist die große Frage nicht des Tools selber, sondern wie schafft man denn die Akzeptanz eigentlich wieder, dass sowas überhaupt genutzt wird? Und das muss man natürlich erklären und das tun wir natürlich auch sehr gerne. Insofern sind wir auch so ein Hybrid aus Startup und Agentur gerade. Wir haben auf der einen Seite die App, die kannst du aber auch am Desktop nutzen im Übrigen. Und wir sind aber auch da und erklären dir das. Wir machen Onboarding-Workshop, wir können redaktionell, wie gesagt, helfen. Wir können mit dir über Feedback, Kultur, New Work sprechen, was ja auch so mein Leidenschaftsthema ist. Und ich glaube, das beides braucht es. Und das ist eben auch unser großes Learning. Es bringt nichts, einfach nur ein Tool auszurollen. Das waren ja früher oft IT-Projekte. Und ich glaube, Digitalisierung ist eben auf der einen Seite IT und auf der anderen Seite ganz stark mit den Menschen zu reden. Und übrigens auch nicht nur aus Sicht eines Change Managers, also aus meiner Perspektive, sondern möglichst auf Augenhöhe von Azubis, die Ideen haben, bis zu Geschäftsführungen, möglichst divers natürlich. Und da so diesen Mix hinzubekommen, das ist uns wichtig. Und da hoffen wir, mit der neuen App einen Beitrag stiften zu können. Jetzt hast du mir den idealen Übergang geliefert mit Azubi. Das ist nämlich unser nächster Beitrag, fällt da direkt rein. Das ist ein Video, ich hoffe, dass wir jetzt gleich zum richtigen Video springen, zum Löwenpitch-Video. Und da schauen wir uns mal an, was sich da vielleicht gezwungenermaßen durch Corona dann in der Digitalisierung auch getan hat.
Als Marketingagentur haben wir ursprünglich Unternehmen, Wirtschaftsverbände oder Kommunen beraten, um für Kunden und Touristen attraktiver zu werden. Jedenfalls bis 2015. Denn da begann es, dass immer mehr Kunden die Herausforderung hatten, Azubis oder Mitarbeiter für die Region oder das Unternehmen zu finden. Und da wir in der glücklichen Situation waren, ein großes Netzwerk zu haben, haben wir die größte Umfrage in Mecklenburg-Vorpommern gestartet und junge Talente gefragt, was sind die Faktoren, die euch bei der Berufswahl beeinflussen? Und daraus haben wir zwei Erkenntnisse gewonnen, die mich persönlich sehr überrascht haben. Zum einen, das, was die Arbeitnehmer wollen, nennen sie liebevoll die jungen Talente von morgen, stimmt im großen Teil mit dem überein, was die Unternehmen der Region zu bieten haben. Und zweitens, kein Jugendlicher weiß davon bzw. glaubt das. Und das ist, wenn man länger darüber nachdenkt, auch komplett logisch. Denn es werden die wenigsten Eltern sein, die von der Arbeit nach Hause kommen und sagen, mein Arbeitstag heute war richtig geil. Um die Jugendlichen jetzt dafür zu begeistern, in deinem Unternehmen Karriere zu machen und zu beginnen, sind eigentlich nur drei Schritte notwendig. Im ersten, du musst die Jugendlichen eigentlich begeistern für das Unternehmen und deinen Beruf. Du musst möglichst viele Menschen mit der Botschaft erreichen. Und du musst sofort in Kontakt mit denen kommen, bevor jemand anders schneller ist. Und wir haben dafür das System Löwenpitch entwickelt. Wie begeistern wir die Jugendlichen? Die Zielgruppe ist digital und medienaffin. Daher drehen wir für unsere Kunden als allererstes ein authentisches Vorstellungsvideo, um den Jugendlichen in echt die schönen Seiten des Berufs und der Region zu zeigen. Herzlich willkommen hier in der alten Schule in Fürstenhagen. Wir sind ein kleiner Ortsteil in der Feldberger Seenlandschaft. Wir sind ein kleines Hotel mit Restaurant, familiengeführt. Herzlich willkommen an der regionalen Schule Johann Wolfgang von Goethe in Parchim. Mein Name ist Peter Michael Dreser. Darf ich dir Holzbad vorstellen? Wir sind ein kleines Familienunternehmen, das mit 3 Mitarbeitern gestartet ist und mittlerweile 25 Familienmitglieder hat. Du fragst dich, was wir besser machen als andere? Nicht nur, dass wir besser zahlen, wir sehen auch besser aus. Und wir nehmen das mit der Familie wirklich ernst. Als zweites verbreiten wir die Message. Zum einen natürlich online. Wir können für unsere Kunden online sehr gut aussteuern, wer das bei YouTube, Facebook und Instagram sehen soll. Also wem das Video angezeigt wird. Und zum anderen in unseren Veranstaltungen. Das sind im Schnitt 100 bis 150 Jugendliche, die kurz vor der Berufsentscheidung stehen. Und die Stimmung ist dabei weit besser als auf der Messe. Das Ganze funktioniert übrigens aktuell auch online perfekt. Da spielen wir die Veranstaltung einfach wie eine TV-Show in die Klassenzimmer oder nach Hause auf die Tablets und die Handys der Jugendlichen. Um anschließend direkt in den Kontakt zu kommen, ist es super wichtig, eine Verbindung herzustellen. Wir machen das mit unserem Chat-System in den Veranstaltungen. Da kann das Publikum dem per Smartphone Fragen stellen ans Unternehmen, direkt nach dem Video. Das hat zwei Vorteile. Zum einen, du bist sofort in der Interaktion und du weißt in der Zukunft, was interessiert die Jugendlichen, kannst das halt stärker für dich ausspielen. Wer kann das jetzt für dich nutzen? Jeder, der Interesse an qualifizierten Mitarbeitern hat. Unsere bisherigen Kunden sind Unternehmen, die das für sich wollen, Unternehmensverbände, die ihre Mitglieder unterstützen wollen, aber auch Kommunen, die junge Talente in der Region halten möchten. Ja, Löwenpitch, ein Format, das wir auch schon hier zu Gast haben konnten bei uns, was sich an junge Leute und Unternehmen richtet. Ich glaube, ein ganz wichtiger Part sozusagen, das, was ihr beide schon gesagt habt, dass wir eigentlich die Kleinteiligkeit durch die ganze Bevölkerungsgeschichte sehen. Also vom ich sag mal, vom Kleinkind an bis zum Senioren ist irgendwie alles dabei. Wir haben heute noch einen Gast, den muss ich jetzt mal dazu holen, damit wir hier das auch in der Zeit noch schaffen. Ich habe ihn vorhin schon angekündigt. Und ich würde einfach mal bitten, weil das auf meiner Karte steht, das definitiv falsch drauf, würde ich einfach bitten, dass du dich selbst vorstellst und ein bisschen erzählst über dich. Und dann legen wir los mit den ganzen Fragenhagel, alles das, was wir so im Netz die letzten Tage gesammelt haben. Mal sehen, was wir davon noch abarbeiten können. Christoph. Ja. Genau, also ich bin Christopher Könitz. Ich arbeite hier an der Hochschule Wismar im Bereich Hochschul- und Mediendidaktik. Ich bin sozusagen hervorgegangen mit aus dem E-Learning-Zentrum, was ein Projekt war, und wir sind jetzt sozusagen übergegangen in die Stabsstelle Didaktik, E-Learning und Qualitätsmanagement, um hier entsprechend die Lehre zu transformieren, und wir sind auch beteiligt an entsprechenden Bildungsprojekten hier im Land, und ich persönlich bin auch, sag ich mal, als
naja, Selbstständiger hier auch unterwegs und sag ich mal, helfe auch entsprechenden Lehrkräften und auch Unternehmen auch teilweise, auch bundesweit und auch natürlich darüber hinaus, damit sie entsprechend in Sachen Digitalisierung und wie man Dinge digital vermittelt, entsprechend den nächsten Schritt machen können. Ich denke, das reicht. Und ich sende hier heute aus unserem wunderschönen Pela-Studio hier direkt auf dem Campus. Das nutzen wir also heute Nachmittag dann für ein neues Format, was wir dann an den Start bringen wollen. Mach ruhig Werbung. Wie heißt das Format? Das heißt Uni on Air, präsentiert von uns. Und dort, sage ich mal, werden zum einen Studiengänge vorgestellt, aber zum anderen wollen wir hier natürlich auch unseren Didaktiktag streamen, der am 19. Mai stattfindet. Also insofern sind sozusagen, verfolgen wir hier ja natürlich auch die Third Mission der Hochschule, dass wir hier entsprechend auch externe Interessierte, die sich für das Thema Didaktik, vor allen Dingen digitale Didaktik begeistern, hier mit inkludieren können. Wir haben ein paar Fragen gekriegt und aber haben auch ein paar Fragen ausgedacht. Und mit einer würde ich direkt anfangen wollen. Und zwar würde die erste Frage an dich gehen, Christoph. Die Frage wäre, wenn du dich einsortieren würdest zum heutigen Stand Smart People auf einem Fortschrittsbalken, so wie wir das digital machen, von 0 bis 100%, was gerade möglich ist. Wo siehst du dich denn persönlich privat? Oh, das ist eine interessante Frage, weil ich da gar nicht so was festmachen kann. Denn ich stelle immer wieder fest, je mehr ich darüber weiß, über die Möglichkeiten, die ich einfach habe und natürlich auch über die Menschen, die ich vor mir habe, desto mehr wird mir bewusst, wie wenig ich weiß. Also ich würde sagen, 40% würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, ganz einfach, weil ich die ganzen Möglichkeiten auf einmal auch sehe. Also wir hatten, also beziehungsweise wir haben heute dann noch ein Event, da sind beispielsweise Gehörlose mit gesperrten Dolmetschern in einer gemeinsamen Online-Konferenz. Und ich setze ein Tool ein, das heißt Webcaptioner, und habe das mit OBS verdongelt und dann mit mehreren Rechnern, damit das mit Audio und so weiter alles klappt. Und die Idee dahinter ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die halt sprechen, dass sozusagen deren Text automatisch dann umgewandelt wird, also sozusagen Speech to Text. Und das sozusagen alles in einer Online-Konferenz. Also insofern entdecke ich auch immer wieder neue Möglichkeiten und es kommen ja auch immer wieder neue Tools an den Start, beziehungsweise auch solche Software-Plattformen wie Zoom zum Beispiel, die entwickeln sich ja stetig weiter. Also da war Corona in dem Sinne auch ein wirklich guter Katalysator, um diese Technologien voranzubringen und natürlich, wie Matthias das schon sagte, entsprechend bei den Menschen auch diese, naja, also ein bisschen diesen Zwang auch auszulösen, so doof wie das vielleicht ist. Aber ich denke, und da gebe ich Matthias auch vollkommen recht, wir würden nicht heute dort stehen, wo wir gerade stehen in Sachen Digitalisierung, hätte es Corona nicht gegeben, gerade im Bildungsbereich. Gabriel, ich würde an dich die Frage direkt weiterstellen. Wo siehst du dich denn? Ich meine, du bist omnipräsent, kann man sagen. Du bist auf Instagram aktiv. Ich glaube, wenn man deinen Namen googelt, dann kann man auch relativ viel über dich privat auch erfahren. Das muss jetzt nichts mit Smart People zu tun haben in dem Sinne. Wie smart schätzt du dich denn so ein? Also im Digitalen. Ich suche immer Wege. Warte, gib diesmal an Gabriel die Frage. Mal gucken. Keine Prozentzahl angeben, wie smart ich bin, aber wie neugierig ich bin oder wie viel ich lerne oder wie gerne ich lerne, da kann ich sagen, geht das gegen 100%. Und das war zu Schulzeiten bei mir noch ganz anders. Da war es eher, du musst lernen und und das sind teilweise gleiche Themen gewesen wie jetzt. Also aber jetzt aus einer intrinsischen Motivation heraus Dinge voranbringen zu können, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, macht es mir einfach großen Spaß zu lernen, mit euch zusammen auch in Gesprächen zu lernen und das zu 100% zumindest. Okay, zweite Frage. Wenn Matthias noch da ist, können wir den nachher auch nochmal dazu gleich hören. Zweite Frage, diesmal zuerst an Gabriel und dann zurück an Christoph. Gabriel, gibt es was du sagst, da würde ich mich drauf freuen, das ist was, das macht Smart People aus, das will ich in Zukunft haben. Also das habe ich mir vorgenommen, in 2021 finde ich dafür noch eine Lösung oder so. Also gibt es was Konkretes, wo du sagst, da könnte ich mir eine smarte Smart-People-Lösung wünschen, also die dir in deinem persönlichen Leben vielleicht auch weiterhilft? Ich glaube, ich verstehe die Frage noch nicht so richtig. Willst du auf einen Skill hinaus, ja, oder, den Smart-People haben? Oder? Ja, genau. Also Smart-People profitieren ja von der Digitalisierung im Alltag, in Prozessen, in allen möglichen Möglichkeiten. Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn das Zähneputzen digital wäre, das wäre was. Also kann ganz was Einfaches sein. Vielleicht sagst du aber auch im Arbeitsalltext-Kontext ist dir was aufgefallen, wo du sagst, wenn das smart wäre, das wäre meine Smart-People-Lösung für das Jahr 2021. Also gibt es einen Wunsch? Also hast du eine Vision sozusagen? Also was mich gerade persönlich sehr beschäftigt, ist eigentlich das Thema
so sozial schwacher Menschen in unserer Gesellschaft, mit denen wir jetzt auch viel zu tun hatten, gerade auch, weil wir haben eine Spendenaktion gemacht, neben der Arbeit für die Rostocker Tafel, den Förderverein und auch den Obdachlosenhilfeverein. Und diese Themen fallen... Muss ich ganz kurz einhaken, fand ich wirklich mega gut. Sag noch mal den Namen der Aktion. War, ja, die Eisbademeister. Genau, ich kann da leider nicht mitmachen. Ich schaff das nicht, das Wasser zu gehen. Aber ich habe mir das angeguckt und viel geklickt. Genau, wir sind im Winter quasi jede Woche in die Ostsee gegangen und haben einfach nur Aufmerksamkeit erregt und Spenden gesammelt für diese Vereine. Und die fallen total runter. Auch wenn wir über Digitalisierung reden, sind es oft tendenziell fast elitäre Kreise, die noch smarter, noch besser werden. Und ich würde mir eigentlich wünschen, wenn wir auch diese Leute und diese Gruppen noch mehr unterstützen und ihnen helfen und das auch mit digitalen Möglichkeiten, auch mit digitaler Kommunikation und Crowdfunding-Tools. Die OSPA hat eine Plattform geschaffen. Also da kann man vielleicht noch in der Richtung was machen. Das fände ich cool. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Finde ich spannend auf jeden Fall. Christoph, jetzt zu dir. Gibt es irgendwas, was du sagst, das muss in 21 noch kommen, wo du sagst, das würde dein Leben smarter machen oder vielleicht auch deinen Arbeitsalltag? Naja, es geht ja letztlich wirklich um die Frage, wie kann man wirklich große Bevölkerungsgruppen auch in Weiterbildungsprozesse inkludieren, sodass die auch Lust haben, sich weiterbilden zu lassen, beziehungsweise für sich auch selber Probleme einfach erkennen. Und ich denke, da spielt der öffentliche Raum auch eine sehr große Rolle. Also ich hoffe natürlich für 21, dass irgendwann mal wieder soweit auch Lockerungen dann da sind, sodass man das digitale Lernen mit räumlichen Komponenten auch wiederum kombinieren kann. Also so eine Art Makerspace-Kultur, die sich aber nicht nur auf sozusagen das Crafting konzentriert, sondern eben auch auf das Lernen konzentriert, auf Lust auf das Lernen macht. Und wenn man solche Orte schafft, dann werden dort auch entsprechende Lerninnovationen, denke ich mal, geschaffen werden. Das ist, sage ich mal, auch so meine Vision, dass im Land auch über die Fläche Räume entstehen, in denen es Spaß macht zu lernen, also kollaborativ, aber eben auch allein und konzentriert. Das sind ja sozusagen die zwei Spielarten auch beim Lernen, die wichtig sind. Und ich denke, wenn wir irgendwie dahin kommen, dass es wirklich flächendeckend solche Räume gibt, und ich meine, es gibt viele Bildungsräume, es gibt ja Schulen, es gibt, weiterführende Bildungseinrichtungen an der Stelle, Volkshochschulen, wenn man die, sage ich mal, noch weiter öffnen würde und das verheiratet auch mit digitalen Konzepten, dann würde man, glaube ich, auch so den nächsten Schritt auch machen. Okay. Und um da anzuknüpfen, ich finde ja auch, Arbeiten ist heutzutage Lernen. Ne? Also wir haben ja früher irgendwie eine relative Klarheit gehabt und abgearbeitet und kannten unseren Markt und unseren Kunden und wussten, wie der Kunde sich bewegt. Heute ist das alles ganz anders und die Welt ist komplexer geworden. Und deswegen lernen wir ja auch, während wir arbeiten. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, Lernzentren zu etablieren, dann müssen wir eben auch genauso die Arbeitsstätten und Arbeitsorte weiterentwickeln, sodass wir dort auch besser zusammenarbeiten und dabei lernen können. Und das auch gerne mit Uni zusammen. Da sind wir gleich, das ist ein guter Übergang. Ich hoffe mal, dass Matthias noch dabei ist. Vielleicht können wir den nochmal rüberklicken. Da haben wir ihn ja, er hält durch. Matthias, Frage an dich, ganz konkret und dann auch an die anderen beiden. Also könnt ihr schon mal mit überlegen, wie die Antwort sein könnte. Eine der Hauptfragen, die wir erreicht haben, was muss ich tun? Also ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, dass wir perspektivisch mehr Menschen in diesem Smart-People-Bereich brauchen, die sich da drin wohlfühlen, die das gerne leben, die den Mehrwert drin sehen. Ne? Also von Betroffenen, Matthias hat das vorhin schon gesagt, zu Teilnehmern, Mitmachern machen zu wollen. Ne? Aber die Frage, Matthias, was, nehmen wir mal an, Einladung jetzt vom Bürgermeister in Tetro, der sagt, ich will was tun, ich will konkret was machen hier in Tetro. Ist es in die Technik investieren? Ist es in die Menschen investieren? Kann ich es kaufen? Muss ich es, kann ich dafür Geld ausgeben und es kommt? Oder muss ich dafür anfangen, was zu programmieren? Was würdest du dem Bürgermeister von Tetro, ist frei erfunden, ne? Könnte auch Güstrow sein, aber was würdest du jetzt mal in Kurzstatement, ne? Sagen, wo soll er sich hinbewegen? Ich würde die Menschen fragen in Tetro. Das ist das allererste, was ich machen würde. Ich würde die Menschen fragen, wo sind eure Bauchschmerzen, wo tut es am meisten weh? Weil das hat mit Technologie, das ist auch, was Gabriel und auch Christopher schon sagten, Technologie steht am Ende. Das ist unser Werkzeug. Ich würde als erstes die Menschen fragen, wo tut es weh? Und dann egal, welche Altersgruppe. Wir haben das in Grevesmühlen gesehen, da hat das hervorragend funktioniert. Unterschiedliche Altersgruppen zusammengeholt, ob Senioren, Mitschülern in einem, als es noch möglich war, zumindest jetzt, auch offline. Wir haben diskutiert zusammen und dann kommt ein Konsens raus oder da kommt etwas raus. Da wird eine Liste an Problemstellungen geben, die es in der Stadt dann gibt. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann ist eigentlich erst der Schritt, wo dann Leute gefragt werden, womit kann ich das lösen?
Kann ich das prozessual lösen? Kann ich das mit Technologie lösen? Das ist eine Kombination. Aber die Menschen, wir müssen doch entscheiden, was wir gelöst haben wollen. Und ich glaube, wir verfallen immer häufiger da rein. Wir warten, bis irgendeine Technologie uns irgendein Problem löst. Nein, wir müssen sagen, welches Problem wir gelöst haben wollen. Und dann wird das gemacht. Und ich glaube, das muss in Zukunft unsere Kultur werden, dass wir wieder besser schaffen, unsere Probleme zu formulieren und über diese digitale Teilhabe nachher auch besser nach außen zu kommunizieren, also in größeren Massen. Weil wenn ich sage, dass ich das nicht toll finde, wie im Moment iPads vor der Schule abgestellt werden, das interessiert erstmal keinen. Aber schaffen wir es, eine kritische Masse und vielleicht auch einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten, dann sieht die Welt schon anders. Also als erstes Leute einbeziehen und die Leute fragen. Weil in Tedrow ist das vielleicht was anderes als in Rostock oder in Grevesmühlen. Wir haben überall unterschiedliche Baustellen. Und dann gucken wir in unseren Werkzeugkasten Technologie und gucken, ob wir mit den richtigen Leuten und mit der richtigen Technologie dieses Problem gelöst bekommen. Und wenn wir es gelöst haben, fragen wir die Leute wieder. Hey, haben wir denn euren Bedarf getroffen? Nee, so ganz genau nicht. Dann muss das angepasst werden. Also das, was wir aus unseren Startups heraus kennen, auch dort anwenden. Die Kunden fragen, in ein Minimum, also ein MVP vorstellen, also ein Minimum Viable Product und ersten Prototypen. Gefällt euch das? Ja, nein? Wenn ja, machen wir weiter. Im Realisierungsprozess, Matthias. Okay, also Menschen fragen, das gehe ich genau über, guter Übergang. Gabriel, genau das habt ihr gemacht und habt daraufhin die Moin-App entwickelt, sozusagen. Was würdest du ihm raten? Was würdest du sagen, einsetzen? Also es ist ja, müssen wir immer fragen vorher oder wissen wir nicht schon, dass das nicht ein gutes Tool ist, was ihr jetzt habt? Können wir nicht einfach sagen, wir schaffen das für Tetero jetzt? Also müssen wir jetzt wirklich nochmal die Menschen fragen oder kannst du nicht einfach sagen, das Ding funktioniert, das ist geil, mach das? Also ist das nicht auch ein Weg? Ja, die Frage ist ja, was machst du mit dem Werkzeug? Du kannst mit dem Hammer die Wand einhauen, du kannst aber auch die Wand schmücken und Bilder ranhängen, indem du Nägel in die Wand haust. Also die Frage ist, zwar das eine, was habt ihr für ein Problem und wie können wir es gemeinsam lösen? Und dann auch vor allen Dingen, wer hat Bock mitzumachen? Die Frage finde ich auch nochmal wichtig, die Leute zu sammeln, die Interesse haben zu gestalten, also die Freiwilligen zu sammeln und dann eben zu schauen, welche Werkzeuge könnten wir brauchen und wie benutzen wir sie. Und man kann ja, wie gesagt, auch ein Werkzeug, also unter anderem auch die Moin-App, sehr unterschiedlich nutzen. Du kannst damit Schwerpunkt auf Feedback legen, was bei uns mit drin ist. Du kannst aber auch sagen, wir machen jetzt einfach diese Kommunikation von A nach B, auch das ist möglich, aber zu gucken, was ist das Problem, wo wollen wir hin und wer hat Lust und dann ist better than perfect, ist so ein schöner Spruch, ne, Matthias, nicht darauf zu warten, bis etwas im stillen Kämmerlein perfekt konzipiert ist, in der Zwischenzeit hat sich die Welt schon wieder weitergedreht, also rausgehen und währenddessen lernen, in kleinen Schritten Retros machen und insofern agil, Step by Step. Ich kann das aus Politik-Sicht verstehen. Da ist dieses Try and Error nicht so gern gesehen. Da haben wir vielleicht auch eine komische Kultur gerade. Das würde ich mich vielleicht jetzt auch nicht trauen als Bürgermeister. Den Ratschlag würde ich jetzt, weiß ich nicht. Also da müsste man schon genau überlegen und den Leuten den Prozess gut erklären. Aber ich würde, Matthias, bevor du kriegst gleich das Schlusswort, weil ich habe schon tausend, du siehst die Schilder nicht, aber ich sehe sie schon. Die Schilder, die Zeit sind schon da. Ne? Warte mal ganz kurz. Aber Christoph würde ich noch einmal fragen und dann kriegt Matthias das letzte Wort gleich. Christoph, was sagst du, du bist in der Hochschule unterwegs, was sagst du, was kann man mitnehmen aus der Hochschule, was kann man direkt sagen, das kann ich mit nach Tetero nehmen, mach das, das macht deinen Ort ein bisschen smarter. Ja, also da würde ich mich ganz auch Matthias und Gabriel anschließen, man muss zuerst wirklich die Leute fragen, was ist denn eigentlich ein ursächliches Problem? Denn meist liegt es gar nicht so sehr an der Technologie und den, sage ich mal, an der Ausstattung von Schulen und Hochschulen, sondern es liegt eigentlich eher darum, dass... Oh, geht's los? Okay. Weiß nicht, ob wir gerade Matthias verloren haben, weiter geht's. Okay. Ne? Also es liegt weniger in dieser Ausstattung, auch wenn das immer das erste Argument ist. Ne? Häufig wird gesagt, Mensch, ich brauche unbedingt jetzt dieses Ding oder das Ding, ich brauche mehr Personal oder sonst was, aber man kann natürlich an der Stelle nicht zaubern. Das sind sozusagen dann manchmal auch Vorwände, um das eigentliche Problem zu verdecken. Und insofern müsste eigentlich dahingehend, also das ist sozusagen auch mein Job, der liegt darin, eigentlich diese Probleme zu erkennen und dann auch gemeinsam mit den Leuten zu überlegen, okay, wie können wir dieses Problem lösen und wie können wir das Problem so lösen, dass ihr das in Zukunft auch selber lösen könnt. Also so, dass ich sozusagen raus bin aus dem Prozess. Das ist auch etwas, das, sage ich mal, lebe ich auch mit, sage ich mal, auch normalen Schulen oder Berufsschulen. Ne? Also da hatten wir ja dieses Projekt Haleo und da haben wir es so gemacht. Wir haben einfach Multiplikatoren in die Schulen sozusagen geschickt,
Die haben sozusagen dort die Strukturen mit aufgebaut und siehe da, das Kollegium ist über, sage ich mal, das Problem in den Austausch gekommen und die haben dann selber Lösungen entwickelt. Und das ist natürlich ein sehr nachhaltiger Ansatz, weil ich dann nicht immer einen Change Manager oder sonst was reinschicken muss, sondern die können das dann irgendwie selber. Aber wichtig ist, dass man solche Impulsstrukturen dann überhaupt auch hat im Land. Okay. Vielen Dank. Wir merken schon wieder, dass die Themen sind viel zu groß für die Zeit, aber das ist auch so gedacht. Wir würden uns wünschen, möglichst Feedback zu bekommen. Schreibt uns, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Schreibt uns, wenn ihr was habt, was Menschen smarter macht. Schreibt uns, wenn ihr euch was wünschen würdet für eure smarte Küstenregion, was wir anstreben sollen. Wir sind über die anderen Veranstaltungen mit vielen Menschen im Hintergrund in sehr guten Austausch gekommen und wir würden auch gerne zu diesem Thema gerne in Austausch kommen. Das heißt, wirklich jetzt kurz eine E-Mail machen oder einen Anruf bei uns und dann gehen wir ins Netzwerk. Ich weiß nicht, ob Matthias noch da ist. Ist er noch da, ja? Du hast einmal so reingerufen. Oder ist wieder da. Ja. Ist das Kind schon da? Jetzt. Jetzt ist wirklich, ich haue jetzt auch ab. Ja, alles klar. Das Letzte, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, für smarte Menschen oder um dieses Thema zu beflügeln, geht es um Befähigen, wie Christopher schon gesagt hat. Es geht um Sensibilisieren und diese Formate, wie wir sie jetzt angefangen haben, jetzt mit der smarten Küstenregion, wo wir einfach mal anfangen, bestimmte Themenbereiche vorzustellen, bestimmte Menschen vorzustellen. Das ist der Anfang, um so ein Bewusstsein in die Fläche zu tragen. Und uns muss klar sein, auch Martin, Gabriel, Christopher, wir müssen uns überlegen, was kommt danach? Wir müssen danach nämlich weitermachen. Es wird eine kontinuierliche und dann auch von der Intensität her und auch von der Tiefe her werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nachlegen. Aber wir haben jetzt erstmal in die Fläche ausgestrahlt. Jetzt gucken wir, was an Feedback zurückkommt und probieren dann in der nächsten Runde thematisch tiefer in bestimmte Bereiche einzusteigen. Und genau das ist diese Entwicklung, über die wir zumindest in diesem Handlungsfeld sprechen und mal gucken, was daraus noch wird. An dieser Stelle bleibt gesund und ich gehe jetzt offline und kümmere mich um was anderes. Viel Spaß. Ich kann mich auch nur Next Generation. Ich kann mich auch nur bedanken bei Christoph Könitz und Gabriel Rath. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Wenn wir konkrete Anfragen kriegen, wir leiten das sofort weiter und würden natürlich auch dann den Diskurs suchen. Ich kann noch sagen, Smart Living ist die nächste Veranstaltung, die wir haben werden. Ich muss auf den Zettel gucken, 12. Mai um 10.30 Uhr hier auf YouTube oder auch auf Facebook möglich. Oder auch gerne einfach nachschauen, wenn man die Zeit nicht schafft. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch genauso wie Matthias, bleibt gesund. Und auch viel Spaß noch weiterhin bei ganz vielen analogen Prozessen. Vielleicht nicht unbedingt bei der Geburt. Aber weiß ich nicht. Wir beide sind durch. Wie ist es bei dir? Letzte Frage. Zwei Kinder reichen. Also ich als Pädagoge sage nicht mehr Kinder als Arme, sonst wird das nicht. Okay. Ja, man muss halt von... Zwei Kinder reichen. Wir müssen Schluss machen. Wir machen das bilateral weiter. Ich sage tschüss und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder an der Stelle. Tschüss. Ciao.